Ich habe dich vorhin gefragt, Stefan, wenn du wie jetzt hier am Pult sitzt, du hast eine Stunde lang Zeit und kannst irgendwas machen, was du willst. Ja. Ist ja auch, wäre auch eine neue Erfahrung für dich, in einem Radiostudio zu sitzen, auf einer Frequenz zu senden und machen zu können. Gut, die Wahrheit, da warst du natürlich schon nah dran, aber wirklich komplett machen zu können, was du willst. Ja. Was würde da dir auf die Schnelle einfallen? Du meinst? Weiß ich nicht. Ich frage mal. Im Zweifel sowas wie die Wahrheit. Mhm. Ich glaube, ich würde relativ wenig Musik spielen insgesamt, weil ich sage, Platten hören kann ich zu Hause. Mhm. Ja? Und ich kenne es ja auch schon meistens. Deswegen würde ich vermutlich reden. Im Zweifel brauche ich es auch ohne Hörer. Mhm. Ja, also, ich würde versprechen, nicht zu singen, weil das, glaube ich, würde der Einschaltquote nicht unbedingt helfen. Und ansonsten muss man halt mal schauen. Natürlich ist das Tolle dann eben, wie eben in der Wahrheit, wenn du dann die Chance hast, mit Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen plötzlich sprechen zu können, mhm. wo ja wirklich dem einen geht's gut, wie du vorher so romantisch, pathetisch, so ist es ja tatsächlich. Mhm. auch dann ist das sicher was Wunderschönes. Wahrscheinlich wäre das irgendwas, was in die Richtung ginge. Mhm. Also so verstehe ich auch meinen Beruf da als Verbalunterhalter, mhm. weil ich nie, und das war immer schon mein Problem im Radio, ich bin kein DJ, ich war nie ein DJ, ich möchte da kein DJ sein, ich kann das jetzt nicht. Jetzt hat man es bayerisch. Ja, ich will es auch gar nicht können. Mir, das darf ich auch wieder nicht laut sagen, aber inzwischen muss ich ja keine Mixe mehr machen. Mir waren gelungene Mixe immer vergleichsweise wurscht. Mhm. Man hat es leider auch gehört. Mhm. Ja. Aber man spielt als Moderator zumindest gern Musik, die einem selbst gern gefällt. Unter anderem auch jetzt von einer CD, die ich von dir bekommen habe. Ja. Oder liege ich da falsch? Ja, gute Überleitung. Ich finde, je nachdem, also ich finde die Selbstverwirklichung mit dem eigenen Musikgeschmack eines Musikmoderators sollte ihre Grenzen haben. Mhm. Also wie gesagt, meine CDs habe ich zu Hause und mhm. höre ich zu Hause. Natürlich gibt es Titel oder Künstler, wo du sagst, ich kann's nicht mehr hören, ich kotze ab. Mhm. Aber du musst doch, wenn du ein Auto verkaufst und zum Beispiel selbst grüne Autos furchtbar findest. Wenn aber jetzt einer kommt und sagt, ich will unbedingt ein grünes Auto, dann ist doch dein Job auch dem, das grüne Auto zu verkaufen. Stimmt. Du musst ja nicht sagen, ich fahre selbst gerne. Ja. Aber du kannst sagen, schauen Sie, es ist so grün. Ja. Ja, und Sie wollen es doch grün haben, also das ist doch das Richtige für Sie. Ja. Deswegen, natürlich ist es für mich angenehmer, wenn dann Musik läuft, die mir auch gefällt. Auf der anderen Seite kann ich es auch leise drehen. Mhm. Also ich habe nie ein Problem damit gehabt, Musik anzusagen, die mir nicht gefällt oder nicht mhm. so gefällt. Ich habe aber auch versucht, nie zu sagen, das ist jetzt das beste Konzert des Jahrhunderts gewesen, wenn es meiner Meinung nach nicht war. Mhm. Oder die beste Platte des Jahres. Aber natürlich, und auch das wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, das stimmt nicht, dass gerade in Formaten wie der Wahrheit, wo du sehr auf dich angewiesen bist und da in einen sehr teilweise auch emotionalen Raum kommst, mhm. dass du da, und deswegen haben wir dich das da auch gemacht, wenn du da zwischendurch dich zurückziehen kannst und den Menschen noch was anderes von dir geben kannst, mhm. ja, und dann wirklich sagen kannst, da habe ich jetzt das wieder entdeckt, und da haben eben viel so Soft-Jazz-Geschichten mhm. gespielt, wie Jamie Cullum, den ich da nachher auch noch mitgebracht habe und so weiter, die auch ein bisschen das Format von der Antenne gesprengt haben, aber das war da schon wurscht, weil nach 40 Minuten Wort ist auch wurscht, wenn einer mhm. mal falsch singt. Man dreht auf jeden Fall als Moderator die Boxen lauter, wenn ein Titel läuft, der ihm gut gefällt. Das ist einer der großen Vorteile dieses Jobs, dass man laut Musik hören darf, ungestraft und so ist das. Und Stefan Baries ist heute bei uns zu Gast im Studio, Antenne Bayern Moderator und Autor für verschiedenste Fernsehsendungen, und wir sind vorhin gerade beim Autorendasein stehen geblieben für verschiedene Sendungen. Wetten, das unter anderem beschreibst du, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Wie sieht es genau aus? Also du bist mit den Sendungsplanern an einem Tisch, mehrere Monate vor der Sendung, es wird überlegt, was machen wir, und du denkst dir dann die Texte aus, oder wie läuft das? Nein. Genau? Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen. Ja, deswegen erkläre ich es. Also, es ist denn immer furchtbar, also Wetten, dass, du bist der Witzeschreiber von Gottschalk. Nein, bin ich nicht. Es ist so. Es gibt, Wetten, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung im deutschen Fernsehen. Nicht im deutschen, sondern im weltweiten Fernsehen. Nicht nur von den Einschaltquoten her, sondern auch von der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Das heißt, das ist unvorstellbar eigentlich, wenn man sagt, bei einer Fernsehsendung dieser Größe, es gibt dort kein Textbuch. Es gibt bei vielen anderen Fernsehsendungen einfach ein Textbuch, egal wie sklavisch sich daran jetzt gehalten wird oder nicht, wo es tatsächlich losgeht, und das wäre dann die normale, in Anführungszeichen, Job Description, was ich bei vielen anderen Sendungen auch mache, wo du anfängst, da setzt dich hin und schreibst, guten Abend, meine Damen und Herren, mhm. schön, dass Sie heute eingeschaltet haben, hüsse mal, und beendest dann mit, und sind Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder haben.
So, das gibt's bei Wetten, dass nicht. Sondern bei Wetten, dass haben wir gesagt, weil das brauchst du aufgrund der Generalität dieses Moderators einfach nicht. Wir haben gesagt, bei Wetten, dass es gibt einige Kernsituationen in der Sendung, wo es um Präzision geht, wo auch Präzision wichtig ist. Also, das heißt, wenn es um die Ansage von Künstlern geht, wenn man also sagen muss, sie hat jetzt entweder 7 oder 12 Grammys gewonnen, hat 15 oder 30 Platten gemacht und wie viel Oscars und weiß der Geil. Das sind Punkte, wo wir, und bei der Ansage von Gästen und bei der Formulierung von Wetten. Und das sind Punkte, wo ich eben versuche, im Vorfeld mir die Informationen zu verschaffen und dann erarbeiten wir uns dann da gemeinsam Texte und die werden dann manchmal auch vorgetragen. Also so funktioniert es da. Also Wetten, das ist keine durchgeschriebene Sendung. Mhm. Also jetzt, wie gesagt, nicht der Witzeschreiber, auch nicht irgendwie der generelle Moderationsschreiber, sondern einfach zwischendrin Interviews zum Beispiel, werden die auch... Nein. Vorgeschrieben oder? Nein. Interviews kannst du keine Interviews schreiben. Aber also generell mal so ein Grundgerüst. Ein Grundgerüst kannst du natürlich machen. Also ich recherchiere natürlich auch die Gäste und wir überlegen uns dann, was kann man denen fragen oder nicht. Aber nachdem, sonst wäre es ja langweilig, man ja nicht weiß, was der antwortet, kann ich auch die nächste Frage nicht aufschreiben. Ja. Das ist ja nicht, das kennst du ja selber, ist ja nichts langweiliger als ein runtergelesenes Interview, wo dummerweise der Frage aber nicht gemerkt hat, dass seine Frage entweder längst schon beantwortet ist oder er eigentlich eine ganz andere hätte stellen müssen. Ja. Also deswegen gibt es da auch keine, da gibt es kein Manuskript, sondern natürlich, man spricht vorher drüber, man überlegt sich gemeinsam, also es ist ein kreativer Prozess immer, der da stattfindet bei Bockwürsten normalerweise in den Stunden vor der Sendung, wo man einfach dann da sitzt und sagt, okay, jetzt kommt der, was könnte man dir denn eigentlich fragen? Mhm. Einen tollen Job hast du, Stefan. Den schönsten der Welt. Ja, was treibst du so in der Freizeit, wenn du mal nicht vor Mikrofon sitzt oder nicht irgendwie vor einem PC sitzt und Texte schreibst? Ich müsste mal wieder Rasen mähen. Aber erfreulicherweise, erfreulicherweise ist es in diesem Jahr so, dass das also, ich musste noch kein einziges Mal Rasen mähen zum Beispiel. Ja. Weil das ist also, eigentlich sind die Kinder in einem Alter, wo man sagen kann, das funktioniert. Nein, ich beschäftige mich gerne mit Computern. Ich habe einen Garten, in dem ich manchmal Rasen mähen sollte und es dann doch nicht tue. Ich grille gern. ich habe kein Hobby eigentlich. Mein Hobby ist das Leben. Grillen ist ja schon ein schönes Hobby. Ja, Grillen ist Nahrungsversorgung, Überlebenstrieb. Letzter Urlaub? Den habe ich hoffentlich noch vor mir, also ich möchte noch ein paar machen gerne. Nee, ich meine, wo war der letzte Urlaub? Also wo ging es als letztes hin? Zuletzt war ich eine Woche in Barcelona. Mhm. Da war ich überhaupt noch nie und das war sehr spannend, weil es eine ganz aufregende Stadt ist. Mhm. Reist du gerne durch die Welt oder ist es... Ja, sehr gerne. So die kleine Zwischenlücke in einem Gespräch ist auch immer sehr entspannend, die wir gerade hatten. Nee, ich warte immer, ob der Interviewgast noch was sagen möchte und lasse immer so eine gewisse Stille über die Frequenz laufen. Ich möchte immer was sagen, aber nachdem du die Riemen in der Hand hältst, warte ich höflicherweise, bis ich gefragt werde. Stefan, kommen wir zu ein paar philosophischen Fragen. Und zwar, Philosophie. Welche Lebensphilosophie hast du für dich bisher entdeckt und praktizierst sie auch selbst? Das Leben ist zu kurz, um deutschen Sekt zu trinken. Liebe deutsche Sektbauern. Sowas. So, das ist immer so diese Fragebogenfrage. Ich kann Philosophie nicht, glaube ich. Mhm. Dann gleich mal die nächste Frage. Wenn du jetzt an den Punkt angelangt wärst und dich fragen würdest, Mensch, habe ich mein Leben richtig gelebt? Was würdest du dir da selbst darauf antworten? Ja. Auf jeden Fall. Da würde nichts fehlen, was noch irgendwie... Kommt ja noch was, hoffentlich. Mhm. Also ich würde wenig nicht machen wollen von dem, was ich gemacht habe. Also ich kann, glaube ich, schamfrei in den Spiegel schauen und bin ganz zufrieden.